steht auf Ihrer Visitenkarte? Okay, also da steht natürlich mein Name und die Adresse des Instituts und dann steht meine Funktion drauf, da steht Senior Researcher, also es ist eine englische Visitenkarte und das heißt so viel wie Forscherin mit Erfahrung. Wahrscheinlich ist mit dieser Frage auch gemeint, was ich denn für eine Funktion innehabe hier am Serium-Institut, das ist, ich bin eine Bereichsleiterin. Und dann steht noch drauf mein Skype-Name, weil wir aufgrund von internationalen Projekten sehr viel skypen oder auch Videokonferenzen machen, auch damit wir nicht so viel herumfliegen müssen. Das ist ein Grund dafür. Wie schaut dein beruflicher Werdegang aus? Mein beruflicher Werdegang ist eine Kombination von Ausbildungen und immer wieder auf verschiedenen Forschungsinstituten zu arbeiten. Das begann mit einem Diplomstudium in Graz, das heißt Umweltsystemwissenschaft und Volkswirtschaft, das ich damals mit ein paar Kollegen entwickelt habe und aufgebaut habe und dann auch die erste war, die graduiert hat in dem Ganzen. Das ist jetzt ein sehr großes Studium und da war so, dass das Hauptziel schon irgendwie die Interdisziplinarität, also das Zusammenbringen von verschiedenen Disziplinen rund um das Thema Umwelt und nachhaltige Entwicklung. Und nach 2 Jahren an Forschungsinstituten bin ich dann wieder an meine Uni zurückgekehrt, als Assistentin in dem Fall, und habe mein Doktorat gemacht in ökologischer Ökonomie, was auch meine wissenschaftliche Heimat ist. Und habe aber schon 1999 den Fritz Hinterberger, den Gründer des SERI, kennengelernt, der mich dann quasi nach meinem Doktorat nach Wien geholt hat. Und seit 2004 bin ich hier. Und worum geht es in deinem Job? In meinem Job geht es um Nachhaltigkeitsforschung. Und dahinter steht, dass wir als Forscherinnen, Wissenschaftlerinnen einen Beitrag leisten möchten, um die großen Fragen der Gesellschaft besser zu beantworten. Und das beginnt bei Fragen der Ungerechtigkeit, des großen Ressourcenverbrauchs über Klimawandel bis hin zu Glück und Lebensqualität. Und was ist das Spannendste an deinem Job? Es gibt mehrere Dinge, die sehr spannend sind, aber einfach dieses Gefühl zu haben oder zu wissen, ich darf visionär und verrückt neue Ideen entwickeln, querdenken, vordenken, die hoffentlich irgendwann zur Realität werden und einen Beitrag leisten, damit es uns allen gut geht. Das finde ich super spannend, in einem Umfeld, wo ich mich sehr wohlfühle, mit sehr interessanten Leuten zusammenzukommen und einfach dabei zu sein, wenn es um was Neues geht, ja, was zu entwickeln oder so. Welche Einschränkungen bringt der Job mit sich? Es hängt immer davon ab, wie man den ausführt, glaube ich. Und das liegt sehr in der Selbstverantwortung des Einzelnen, also bei mir. Die Grenze zwischen Freizeit und Beruf sehr, sehr verschwimmt oft, weil gerade wenn man so ein Herzensthema hat im Job, natürlich sehr viel, was man privat macht, auch mich beruflich wieder bewegt. Dann auch aufzuhören, zu sagen, jetzt ist wirklich Feierabend und ich arbeite nicht mehr. Also die Einschränkung ist die da, dass es nicht so klare Abgrenzungen gibt, wann man aufhört, wann man anfängt. Dass es aufgrund dessen, dass wir ein privates Forschungsinstitut ohne Grundfinanzierung sind, auch immer einen finanziellen Druck gibt, weil wir natürlich unsere Projekte selber akquirieren müssen, also die Gelder selbst auftreiben, unter Anführungszeichen, also uns auch gut verkaufen, was nicht so ganz meine Lieblingsbeschäftigung als Forscherin ist. Ich habe gerne neue Ideen für neue Projekte, aber die dann an den Mann oder an die Frau bringen, das ist für mich nicht so einfach, ist sicher eine Einschränkung. Eine gewisse Unsicherheit, weil jedes Jahr anders ist, jedes Jahr neue Projekte kommen, die Finanzierungssituation anders aussieht, das ist sehr schön auf der einen Seite die Freiheit und auf der anderen Seite, wenn man jetzt sehr gerne sehr sichere Jobs hat, im Sinne von, ich weiß genau, was ich nächstes Jahr im April tue, dann ist das der falsche Job. Und was ist das Anstrengende am Job? Das ist eben das, was ich glaube ich auch schon gesagt habe, diese gewisse Unsicherheiten, finanzielle Rahmenbedingungen und dann schon, dass gefordert wird, dass immer im Hier und Jetzt auch spontan Antworten zu haben, Lösungen zu haben, kreativ zu sein. Das geht nicht immer auf Knopfdruck. Manchmal geht es ganz leicht und manchmal halt nicht und das ist manchmal anstrengend. Und gerade in meinem Fall auch, dass sehr viele reisen, was auch müde macht. Das ist auf der einen Seite toll, aber wenn ich jetzt 17 Mal in Brüssel war, wird es irgendwann nur noch interessant. Wie sehen die Berufschancen nach deinem Studium aus? Also ich glaube, dass dieses Studium Umweltsystemwissenschaften gute Chancen birgt. Warum? Weil es junge Menschen befähigt, systemisch und vernetzt zu denken, die Probleme, die da draußen vor sich gehen, zu verstehen und auch Lösungen zu finden, und zwar im Team gemeinsam mit anderen Menschen, die andere Disziplinen gelernt haben. Es ist ein bisschen abhängig davon, welches Hauptfach man wählt. Es gibt Fächer, die
leichter einen Job ermöglichen, zum Beispiel wirtschaftliche oder dann auch chemisch-physikalische Fächer. In Geografie ist es nicht so leicht, weil es für Geografen momentan überhaupt nicht so leicht ausschaut, was zu finden. Aber auf der anderen Seite ist das ein sehr breites Studium. Und wenn du dir zusätzlich Fähigkeiten neben dem Beruf erwirbst, durch Engagement, durch Auslandsaufenthalte, durch andere Weiterbildungen, ist es auch dort sehr gut. Also ich glaube, das Studium hat eine gute Basis, aber daneben braucht es dann noch spezielle Fähigkeiten, die du dir aneignest, und zwar je nachdem, was du gerne tust und kannst. Und dann glaube ich schon, dass es gute gibt. Okay, und welche drei Ratschläge hätten Sie zum Thema Berufswahl für Jugendliche im Alter von 16 zu 18? Ich möchte euch da einfach Erfahrungen von mir weitergeben, ohne dass ich sagen kann, das sind die, die für alle passen. Ja, das ist das, was mir begegnet ist und was ich aber auch in vielen Gesprächen mit Freundinnen, Freunden, Bekannten herausgefunden habe. Und das Erste, womit ich immer richtig fahren bin und was ich eigentlich auch glaube, dass ein Grundlebensprinzip ist, ist, auf die eigene Intuition zu hören und das, was das Herz und der Bauch einem sagen und nicht nur das, was der Kopf sagt. Und dann Entscheidungen zu treffen entgegen dem, was die Masse vielleicht will, was die Eltern wollen, was die Gesellschaft möchte. Wenn man innen spürt, das ist es, was ich wirklich tun will und da habe ich Freude dabei, dann kann das schon keine falsche Entscheidung sein. Egal, was man dann wählt. Natürlich kann es sein, dass ich ein Studium wähle und dann draufkomme nach 2 Jahren, hoppala, ich möchte was anderes. Aber dann war das auch vielleicht wichtig, dieser Umweg, solange du mit Freude dabei bist. Mhm. Zweitens, glaube ich, dass es immer wichtiger wird, Netzwerke zu haben und in Netzwerken zu agieren, das heißt Freundschaften aufbauen, Bekanntschaften pflegen, rausgehen in die Welt und sich vernetzen mit denen, die ähnlich denken, ähnliches wollen, und das heißt auch, so sehr ich Social Media liebe, ein bisschen weg von nur vom Computer und unter Menschen gehen. Also es braucht beides, glaube ich. Und das Dritte wäre, das war ich nicht so, aber das würde ich allen jungen Menschen und euch sehr raten, euch echt bewusst zu sein dessen, was ihr seid, was ihr wisst, was ihr könnt. Ihr habt viel drauf, ihr seid die Zukunft, ja, also selbstbewusst nach außen zu gehen, zu kritisieren, zu hinterfragen, eure Meinung darzustellen, aber doch auch anzunehmen von anderen, die vielleicht schon mehr Erfahrung haben, die anders denken. Also eine gute Mischung zwischen Selbstbewusstsein und Demut, würde ich sagen. Ja, das würde ich euch wünschen. Danke für das Interview. Gern, hat mir sehr Spaß gemacht.